Hallo und herzlich willkommen in meiner Easy Sunshine Kitchen. Heute machen wir richtig knusprige Chicken Wings mit Kartoffeln und einen richtig leckeren Dip. Dafür brauchen wir 2 Kilo Chicken Wings, 1 Esslöffel Mehl, 2 Teelöffel Salz, 1 halben Teelöffel Pfeffer und 2 Teelöffel Backpulver. Zuerst gebe ich die Chicken Wings, ich habe nur die Hälfte erstmal genommen, in eine große Schüssel und dazu gebe ich dann auch die trockenen Zutaten. Das Ganze wird dann gut umgerührt, damit es gleichmäßig verteilt ist und auf ein Backblech gelegt. Mit der anderen Hälfte habe ich das dann genauso gemacht. So kommen sie erstmal in den Backofen auf 140 Grad für 20 Minuten. Für den Glaze, den wir später auf die Wings geben, brauchen wir 40 Gramm Honig, 15 ml Sojasauce, 2 Knoblauchzehen, Ingwer, meiner war jetzt so groß wie eine Knoblauchzehe ungefähr, und ein Viertel Cup Wasser, das sind so 60 ml. Das Ganze wird kurz aufgekocht und dann auf kleiner Stufe, so circa 7 Minuten, eingekocht. Während meine Soße vor sich hin köchelt, fange ich mit den Kartoffeln an. Dazu brauchen wir einfach Kartoffeln, Olivenöl, Kräuter und Gewürze nach Belieben. So, wenn die Soße etwas dicker wird, dann machen wir den Herd aus und stellen sie zur Seite. Die Kartoffel schneide ich zu Spalten. Die Kartoffeln habe ich in eine Schüssel gegeben, etwas Olivenöl dazu und Gewürze. Ich habe zum Beispiel etwas Curry genommen, Salz, Pfeffer, Paprika und Kräuter. Nun verteile ich die Kartoffel auf mein Backblech. So, meine Chicken Wings waren jetzt ca. 20 Minuten im Backofen. Jetzt stelle ich den Backofen hoch auf 400 Fahrenheit, also 200 Grad. Und dann brauchen die noch weitere 45 Minuten ungefähr. Dessen bereiten wir den Dip zu. Dafür brauchen wir 150 Gramm Schmand, einen Schuss Sahne, Dill, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Und ich habe noch einen Teelöffel von der Pfirsichmarmelade dazugegeben. Das gibt dann die Süße dazu. Ist richtig lecker damit. Wenn alles schon ein bisschen Farbe bekommen hat, dann tausche ich die Bleche. Ich gebe die Kartoffeln nach unten und die Chicken Wings nach oben, aber vorher wende ich sie noch einmal. Meine Kartoffeln sind fertig, die Chicken Wings hole ich auch mit raus, streiche sie ein mit meinem Glaze und so kommen sie jetzt nochmal in den Backofen für ca. 5 Minuten. Das ist so lecker. Liam, ist es lecker? Das sind wirklich die knusprigsten Chicken Wings, die ich je gegessen habe. Probiert es aus, es ist so lecker und mit den Kartoffeln und dem Dip dazu. Ich habe noch ein bisschen Brokkolisprossen drauf gegeben. Also ein richtig leckeres Gericht. Macht es gerne nach und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Also bis bald!